Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute ganz, ganz kurz ein paar Tipps geben, wie man mit Kindern zusammen entspannen kann. Und ich würde sagen, wir fangen mal damit an. Das hier ist ein kleiner Igelball. Normalerweise sind die ja so ein Ticken größer. Für die Kinder finde ich diese kleineren aber irgendwie schöner, weil die Kinder sehr, sehr gut in die Hand nehmen können und sich damit auch gegenseitig so ein bisschen über den Rücken fahren können. Und es einfach so ein bisschen praktischer ist und auch ein bisschen individueller einsetzbar. Also man kann den sowohl mal so in der Hand rollen oder mit den Füßen drüber rollen oder über den Rücken natürlich ganz klassisch rollen oder nur mal so ein bisschen im Nacken rollen. Also die mag ich sehr, sehr gerne. So ganz kleine Igelbälle, so im Vergleich zu meiner Hand. Die sind wirklich nur ganz, ganz klein. Und da kommen wir thematisch schon irgendwie so zum nächsten, denn was ganz entspannend ist, was auch für uns sehr, sehr entspannend ist, nämlich Massagen, sind halt auch Massagen für Kinder. Und ich habe da ein ganz, ganz tolles Buch zu Hause. Das ist dieses hier vom Kösel Verlag. Harmonische Kindermassage. So fördern sie das Wohlbefinden ihres Kindes. Kann ich sehr empfehlen. Ist sehr, 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 sehr gut, wenn man sich das einfach mal ein bisschen näher anschauen möchte. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man sich mal wirklich nur so 5 Minuten am Tag Zeit nimmt, um den Kindern damit A zu zeigen, wie kannst du entspannen und halt mit ihnen gemeinsam zu entspannen. Weil diese achtsamen, entspannten Momente sind unglaublich wertvoll für die Eltern-Kind-Beziehung. Dann spielen bei uns natürlich zu Hause beim Thema Entspannung auch ätherische Öle eine ganz, ganz große Rolle. Ne, ganz vorne mit dabei ist da natürlich ganz klassischerweise Lavendel oder auch Serenity von doTERRA. Das liebe ich ja auch so sehr. Und das kommt dann zum Beispiel bei uns hier in so ein Roll-On. Verdünnt mit... Chili, was machst du da? Verdünnt mit einem Trägeröl. Und dann bekommen das die Kinder zum Beispiel auf die Füße aufgetragen oder auch aufs Rückgrat aufgetragen. Kann man dann natürlich auch, wenn es mit so Trägeröl gemischt ist, auch für die Massage zum Beispiel benutzen. Ich mache auch sehr gerne eine Mischung aus, ich glaube, da sind dann 4 oder 5 verschiedene Öle dann drin. Was ich auch sehr, sehr gerne benutze, ist Vetiva. Das diffuse ich dann zusammen mit Lemon. Und Vetiva hat sowas Erdendes, was Harmonisierendes. Also wenn die so ein bisschen aufgedreht ist das so zum Entspannen auch richtig, richtig, richtig hoch, richtig gut. Dann sind natürlich Entspannungsgeschichten und Meditation auch eine schöne Sache, um mit Kindern gemeinsam zu entspannen. Es gibt auf YouTube wunderschöne Meditationen für Kinder. Gebt es einfach mal ein. Meine Kinder kennen dann schon die gut finden, also die mit dem Drachen oder die mit dem Schmetterling. Und die fordern die sich auch richtig ein, weil sie halt schon selber merken, wie gut denen das tut. Und Kinder meditieren nicht so, wie wir meditieren. Kinder hören sich das einfach mit offenen Augen an, aber sie kommen runter und sie entspannen und das ist das Wesentliche. Also auch da hab halt kein, so soll das aussehen, wenn man meditiert und wieso machen das meine Kinder nicht. Kinder machen das auf ihre Art und Weise und das ist auch da einfach ein Übungsprozess. Und meine Kinder aber von vornherein schon, dass die diese 10, 15 Minuten auch wirklich stillgelegen haben und zugehört haben. Aber da einfach so ein bisschen rumprobieren. Und Entspannungsgeschichten, da gibt es natürlich ein ganz, ganz tolles Buch. Das nennt sich Prinz und Prinzessin farbenfroh aus dem Regenbogenwald. Da sind kurze Entspannungsgeschichten für Kinder drin, ganz wunderschön illustriert. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Entspannungsgeschichten vorlesen wollt, euch mal mein Buch dazu anseht, was es natürlich auf Amazon zu kaufen gibt. Und dann kann man natürlich auch bei Kindern mit Affirmationen arbeiten zum Entspannen. Da habe ich letztens auch auf YouTube ein Video hochgeladen mit Affirmationen für starke Kinder. Und das kann man einfach zum Mittagsschlaf oder abends zum Einschlafen, es sind nicht mal 10 Minuten, als Routine regelmäßig den Kindern zum Anhören geben. Das beeinflusst natürlich bei regelmäßiger Anwendung das Unterbewusstsein und stärkt die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Selbstvertrauen, entspannt aber auch beim Anhören und lässt die Kinder so ganz ruhig in den Schlaf gleiten. Das ist auch wunderschön. Das waren kurz und knapp zusammengefasst meine Tipps, wie man mit Kindern entspannen kann. Mit einem Igelball,
und Massagen mit ätherischen Ölen, mit Meditationen, Entspannungsgeschichten und Affirmationen. Ich hoffe, mein kurzes Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so für Tipps habt, wie ihr im Alltag mit euren Kindern entspannt. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!